Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu Let's Play FIFA 13. Facebook hat entschieden 9:2 für FIFA 13 und 4:1 für Borussia Mönchengladbach. Das in Kurzform und Zusammenfassung. Also die Ergebnisse der Umfrage, die ich für euch gestartet habe. Und ja, nachdem das nun entschieden ist, will ich euch natürlich nicht lange warten lassen. Also, wie versprochen, eine Trainerkarriere bei Borussia Mönchengladbach. 4-Sterne-Mannschaft, Angriff 75, Mittelfeld 74, Defensive 74. Wenn wir uns mal umgucken, ist es also so, eigentlich bloß das Mittelfeld in der Bundesliga im Moment. So sieht es also aus, damit wir die Stärken aller Bundesligamannschaften einmal kurz gesehen haben. So, wie werden wir es machen? Also die Spielschwierigkeit ist, bei mir gibt es nichts anderes, das kennt ihr ja, Legende. Halbzeitlänge 2x5 Minuten, die Strenge bei Finanzen machen wir mal mittel. Also ein Viertel geht weg, drei Viertel kriegen wir. Was genau heißt das für die, die es nicht wissen? Und zwar, wenn wir jetzt Spieler verkaufen, kriegen wir ja ein Transferbudget. Zum Beispiel, wenn wir einen Spieler für 1 Million Euro verkaufen, dann kriegen wir davon nur 75% gutgeschrieben. Das heißt 750.000 Euro und die anderen 250.000 Euro bleiben beim Vorstand. So, unsere Währung ist natürlich Euro. Das Stadion lasse ich jetzt einfach mal, auch wenn ihr mich vielleicht dafür schlagen werdet. Genutzte Teams Standard, als CPU spielen geht selbstverständlich nicht. Ja, was machen wir mit dem europäischen Wettbewerb in ihrer ersten Saison? Daran ändert sich immer noch nichts, das haben sie also auch noch nicht gepatcht. Ich denke, wir werden in der ersten Saison, so wie es eigentlich in FIFA 12 auch typisch war, einfach erstmal auslassen. Vielleicht können wir uns ja selber dafür qualifizieren und in der zweiten Saison dann in irgendeiner Form dort was reißen. Gut, Mannschaften wurden auf Standard zurückgesetzt, alles klar. Und ja, wie heißen wir denn? Wir sind, genau, schreiben müsste man können, das wäre schon mal der erste benötigte Skill. Der Herr Bubisan. So, wir kommen aber nicht aus England, sondern selbstverständlich aus der Bundesrepublik Deutschland. So, Kleidungsstil. Leitungsstil, Hemd und Schlips, Jogginganzug, Anzug, machen wir es mal schön förmlich im Anzug, in Grau, wir haben eine helle Hautfarbe und, so, machen wir mal regulär, ganz regulärer Körperbau, gut, weiter zur Vertragsunterschrift, Borussia Mönchengladbach Beruf Bubixan als neuen Chef. Den ganzen Text kann ich nur durchscrollen, so schnell kann ich ihn leider nicht lesen und auch nicht anhalten. Ihr seht schon, ich habe mehrfach schon angefangen, irgendwelche Dinge, aber ich habe nie mit Borussia Mönchengladbach angefangen, also das ist das erste Mal. Und wie nennen wir das Ganze? Nennen wir es einfach Let's Play. Okay, los geht's und schon sind wir also im, ja, Karriere-Hauptmenü, möchte man sagen. So, wollen wir uns doch gleich mal umschauen. Mannschaft, Teammanagement. So, das erste, was ich also als erste Amtshandlung sozusagen ändern werde, ist meine favorisierte Formation nehmen. Und zwar die gute alte breite Raute 4-4-2 oder 4-1-2-1-2, wie es früher mal hieß. Und ja, dann schauen wir uns mal unseren Kader an. Das Degen. Als Ersatztorhüter hätten wir hier Blazwicz und Heimeroth, aber ich denke, da ist Ter Stegen selbstverständlich gesetzt. In der Abwehr Janschke, Stranzel, Dominguez, Darms, und wir haben auf der Bank Brouwers und Wendt. Hier unten noch irgendwen, Zimmermann. Nachwuchsspieler, okay. Darms. Oho. Okay, wie alt ist der? Okay. Okay, gut. Mittelfeld, Nordweit, Xhaka, Hermann und Arango.
Arango natürlich auch keiner der Jüngeren mehr, muss man ja mal so sagen. Klingt natürlich böse, sage ja natürlich ein Riesentalent mit 19, schon 75 stark. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, die Bank ist da nicht so gut besetzt. Und im Sturm auch ein 19-jähriges Talent. Okay. Und Kamago, verletzungsanfällig, Powerkopf, weil auch schon 29 Jahre alt. De Jong noch jung und Hanke auch nicht mehr der Jüngste. Ja, also so sieht's aus hier in Borussia im Moment, bevor wir hier alles umkrempeln. Gut, gut. So, was gibt's noch? Trainernummern brauchen wir im Moment noch nicht. Trainerbüro, Nachwuchsabteilung, immer einer der Dinge, die ich als erstes mache, natürlich für den Nachwuchs sorgen. Gute Scouts sind meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig. Insofern, Florian Mörle, komm her. 7 Millionen kann ich für einen Scout leider nicht da lassen. Oh, dann nehmen wir mal ihn hier noch. Und dann nehmen wir noch einen Rumänen mit da rein. So, dann haben wir erstmal drei Scouts. Das dauert jetzt ein paar Tage, bis sie dann auch wirklich da sind. Und ja, sie dann auch wirklich was tun können. In der Zeit schauen wir schon mal, welche Spieler wir denn nicht mehr brauchen. So, der junge Torhüter wird wahrscheinlich keine Einsatzzeiten unter Ter Stegen bekommen. Zumindest nicht im Moment. Und deswegen werde ich ihn jetzt auf die Leihliste setzen. Und ich will mal schauen, wie er sich entwickelt, bevor ich ihn einfach so verkaufe. Gleiches werde ich, glaube ich, hier mit den ganzen Spielern unter 65 jetzt erstmal tun. Die sind alle noch sehr jung. Und dann biete ich sie damit zur Leihe an, damit sie sich irgendwo im Ausland erstmal entwickeln können. So, dann haben wir noch, der hier viel zu wenig Einsatzzeiten bekommen würde. Zimmermann. Verleihen wir auch nochmal mit. Und ja, ich denke, die werde ich auch noch beide versuchen zu verleihen. Der Rest bleibt erstmal da. Und dann werde ich mich irgendwo so in einer Woche auch mal auf dem Transfermarkt umschauen. Vielleicht finden wir da noch was Gutes. Und schauen jetzt erstmal, was so in den ersten Tagen passiert. So, jetzt kriegen wir erstmal unsere Ziele vom Borussia-Vorstand. Sehr geehrter Herr Bubixan, der Vorstand hofft auf eine erfolgreiche Saison und freut sich darauf, was Sie aus dem Team herausholen werden. Wir werden Sie hauptsächlich an Ihrem Erfolg in der Liga messen. Als Ligasaisonziel haben wir Folgendes festgelegt: Mittelfeldplatz belegen. Sollte dieses Ziel möglicherweise über einen Pokalwettbewerb erreicht, das Ligaziel jedoch verfehlt werden, könnte das nicht genügen, um unsere Kriterien zu erfüllen. So, Herr Bubixan, wir haben uns Gedanken über unsere Chancen im nationalen Pokal gemacht. Uns wäre ein richtiger Pokallauf recht und wir würden es begrüßen, wenn Sie Folgendes erreichten: Viertelfinale erreichen. Mit freundlichen Grüßen, Ihr Mönchengladbach Vorstand. So, okay. Und wichtige Infos zum Transfermarkt. Der Transfermarkt ist jetzt offen. Bitte nicht vergessen, dass der Wert eines Spielers sich an dessen Formstärke, der verbleibenden Vertragslaufzeit, seinem Status im derzeitigen Verein und diversen anderen Faktoren bemisst. Zusammengenommen sind diese entscheidend, für welche Summe ein Spieler wechselwillig ist. Sollte ich es für nötig befinden, werde ich Transferverhandlungen kommentieren. Letztlich liegt es aber am Trainer zu entscheiden. Grüße, Ihr Geschäftsführer. Okay. Also Mittelfeldplatz und Viertelfinale ist das Ziel. Glückloser Blaswig erhält Ausleihechance. Okay. Hier kann man übrigens über Trainerbüro, Trainerziele auch nachlesen, was die Saisonziele vom Mbubixan sind. Also Mittelfeldplatz belegen, das scheint irgendwie zwischen 7 und 14 zu sein, schätze ich mal. Und das Viertelfinale erreichen. Gut. Wenn wir schon mal beim Pokal sind, dann schauen wir doch mal Vereinswettbewerbe, deutscher Pokal, Turnierdiagramm.
Okay, dann eben über Spiele und Ergebnisse. Also in Runde 1 die Zweitligisten hier. Und Runde 2 ist noch gar nicht ausgelost. Okay, können wir also auch noch nicht einsehen, gegen wen wir da spielen werden. Gut, gut, gut. So weit, so schön. Mannschaft haben wir umgestellt. Transfers warte ich jetzt erstmal noch eine Woche, bevor ich damit beginne. Und dann schauen wir mal weiter. Scout ist da und einsatzbereit. Also alle drei Scouts sind da, das ist immer der gleiche Text. Hallo Boss, ich wollte Sie nur wissen lassen, dass ich bereit bin, ein Scouting-Netzwerk dort einzurichten, wo Sie denken, dass wir unsere Zeit und Ressourcen investieren sollten. Gut, ich würde sagen, das nehmen wir sofort in Angriff. Trainerbüro, Nachwuchsabteilung, Scouting-Netzwerk. So, Herr Mörle, ich würde Sie doch bitten, ein Scouting-Netzwerk aufzubauen, und zwar hier in Deutschland, so lange wie möglich, 9 Monate, und eigentlich nach jungen Talenten zu suchen, egal in welcher Form. Vielen Dank. Herr Dieks. Okay, wo gehen wir denn mit dir hin? Noch an die Niederlande will ich eigentlich nicht. Ja, nach Brasilien rennen sie bestimmt alle. Was haben wir denn noch so ein Angebot? Ach, wisst ihr was? Wir machen es mal ein bisschen crazy. Wir schicken mal nach Afrika. Und lassen mal Talente in... in Südafrika suchen. Nach der WM dort vor einigen Jahren. Vielleicht haben ein paar Kids mit dem Fußballspielen angefangen und sind echte Talente. Und eins mache ich immer, einfach weil ich das Land an sich sehr gerne mag und davon kann mich auch niemand abhalten. Ein Scout geht immer nach Japan bei mir, just for fun. In Gedenken an die Serie Kickers, wenn ihr so wollt. Aber auch generell, weil ich Japan ein tolles Land finde. Und somit haben wir jetzt einen Scout in Deutschland, in Südafrika und in Japan für jeweils 9 Monate. Das heißt, am 3. April 2013 werden sie aufhören, dort ein Scouting-Netzwerk zu errichten. Und bis dahin hoffe ich, dass wir noch viele, viele junge Talente dort finden werden. Momentan gibt es keine Spieler in der Jugendmannschaft deines Vereins, was sehr schade ist. Gut, so, 3 Tage sind vergangen. Jetzt kriegen wir jeweils die Meldung, dass hier die einzelnen die Scouting-Netzwerke aufbauen. Das möchte ich jetzt eigentlich nicht nochmal vorlesen. Wobei, F. Mörle hat sich auf den Weg nach Deutschland gemacht, beziehungsweise nach Japan, beziehungsweise nach Südafrika. In den nächsten 9 Monaten baut er ein Scouting-Netzwerk für unseren Club auf. Einmal im Monat schickt er einen Bericht, was er erreicht und welche Spieler er gefunden hat. Anhand dieser Berichte können sich Spieler für die Jugendmannschaft verpflichten oder diese weiter beobachten lassen, um sie besser einschätzen zu können. Also jeden Monat kriegen wir dann von jedem von denen eine E-Mail und da kriegen wir eben Berichte über Jugendspieler und dann können wir eben versuchen, sie einzukaufen. Gut, da muss man sich manchmal relativ zügig entscheiden, weil sonst andere Vereine kommen und die einem vor der Nase wegschnappen. Das kann manchmal ein bisschen ärgerlich sein, aber so ist nun mal das Geschäft. Gut, weiter geht's. Atletico Madrid hat Auge auf Mittelfeldspieler Snyder und Tulalan. Okay, betrifft uns jetzt nicht direkt. Wenn es uns direkt betrifft, dann werde ich das vorlesen. Wenn das nur irgendwelche internationalen Gerüchte sind, dann werde ich das ignorieren. Und nur die Überschrift vorlesen. So, wir haben ein Transferangebot für Niklas Dams erhalten. Das ist einer der jungen Spieler hier, die ich auf die Leihliste gesetzt hatte. Genau. Und das werden wir natürlich annehmen in der Hoffnung, dass Niklas Dams sich bei Energie Cottbus gut entwickeln kann. Herr Rügesan, Sie haben Niklas Dams an Energie Cottbus ausgeliehen. Die Details des Leihgeschäfts folgen. Gehaltsübernahme von 2.500 Euro. Da müssen wir nichts ändern. Dann können wir hier weitermachen. Transferangebot. Branimir Hargotta. Genau, das ist auch der Jungspieler Hertha BSC. Möchte ihn gerne ausleihen. Brauchen sowohl für einen Aufstiegskampf noch einen guten Stürmer. Und hoffen wir mal, dass es sich da entwickeln kann. So.
Nationaltrainer Evan Ward. Sehr geehrter Herr Michael, sehr gut. ich wollte Ihnen nur gratulieren und Ihnen für Ihren neuen Posten als Borussia Mönchengladbach-Trainer alles Gute wünschen. Als Ihr Berater wird es nun auch zu meinen Aufgaben gehören, Ihnen die Chance zu verschaffen, neben Ihren Aufgaben für den Verein auch als Trainer einer Nationalmannschaft tätig zu werden. In den nächsten Monaten werden einige nationale Fußballverbände auf der Suche nach geeigneten Trainern gehen. Es ist also von größter Wichtigkeit, dass Sie bei dem neuen Posten klug und umsichtig agieren und sich profilieren, um so deren Interesse zu wecken. Bedenken Sie auch immer, dass Ihr Erfolg in der Liga mit Ihrem Verein ausschlaggebend dafür ist, welche Nationalmannschaften Sie letztendlich für den Job für geeignet halten. Beste Grüße, Evan Ward. So, wir haben Branimir Hrgota an Hertha BSC ausgeliehen. Das betrifft uns jetzt insofern, als dass das hier, glaube ich, der Ersatzstürmer war. Und da steht jetzt Mlapa drin, das ist in Ordnung. Der ist auch ein bisschen stärker. Und ja, jetzt schauen wir uns doch mal selber auf dem Transfermarkt um. Minimum, sagen wir mal, ist eine 70, ansonsten ist es sowieso uninteressant, stärketechnisch. Gibt es denn ungelistete Spieler? Was mache ich denn für einen Quatsch? Leute, sagt mal, was mache ich denn wieder für einen Unsinn? Ich meinte natürlich freie Spieler. Keiner, der diese Stärke hat, somit werden wir auf dem freien Markt nicht fündig werden. Gibt es welche auf der Transferliste? Zwei Stück und neun Torhüter, aber da sind wir eigentlich sehr gut besetzt. Und Sebastian Squillaci. Wie alt bist du? 31, eigentlich auch zu alt für den Moment. Okay, also noch nichts Interessantes. Schauen wir mal, brauchen wir denn irgendwo dringend Verstärkung? Tor sind wir gut besetzt, denke ich, mit Testigen. Vor allem, weil auch er noch sehr jung ist, was ich ganz, ganz klasse finde. Zwingend nicht, ein Rechts- oder Linksverteidiger wäre noch gut. Ja. Aber ansonsten... Okay, schauen wir uns nochmal um, ob wir einen Rechts- oder Links-, also einen Verteidiger erstmal finden. Der maximal 25 ist. Ich kaufe ungern alte Spieler. Maximaler Marktwert, ich sag mal 5 Millionen. Alles klar, dafür gibt es zu viele. Dann präzisieren wir das Ganze mal. Linksverteidiger, bitte. Und da gibt es ja echt eine ganze Menge. Für ein relativ erschwingliches Geld. Wie zum Beispiel er hier. Schauen wir mal, was er gut kann. Im Abschluss ist er schlecht. Gut, das ist mir als Verteidiger jetzt auch relativ boogie. Und ansonsten eigentlich ziemlich durchschnittlich. Das gefällt mir eigentlich sehr gut. Frühes Flanken, ja, ist auch für den Linksverteidiger eine klasse Sache. 4,7 Millionen. Versuchen wir es mal mit 5 Millionen und fragen mal, ob er denn nicht zu uns kommen wird. Wird wahrscheinlich schwer werden, jemanden wie ihn zu verpflichten. Aber man kann ja mal anfragen. Versuchen wir es einfach mal. Oh, was haben wir denn hier noch? Vielleicht Interessantes, vielleicht auf der rechten Seite. Schauen wir mal, was es da noch so gibt. Mario Fernandes, 21, Stärke 75. Viel Ausdauer. Oh, Stellungsspiel ist nicht so gut. Freistoßpräzision ist mir egal. Volley muss er jetzt auch nicht unbedingt können. Auch nicht unbedingt eine schlechte Wahl und auch noch recht jung. Also ich werde zwar nur einen davon verpflichten, aber ich werde trotzdem mal bei beiden anfragen. Wobei mir der Linksverteidiger natürlich lieber wäre, gerade weil wir damit auch unsere Konkurrenz ein wenig schwächen können. Ja, warten wir erstmal ab, was die zwei sagen, dann schauen wir weiter. Wolfsburg,
möchten wir, dass sich unsere Preisvorstellungen im Bereich von 6,5 Millionen Euro bewegen. Okay. Transferverhandlungen, schauen wir nochmal. Das wäre er hier, 6,5 Millionen Euro. Wie wäre es mit 5,6 Millionen Euro für so einen jungen Spieler? Und dann schauen wir mal weiter. Okay, und der Spieler hat überhaupt keine Chance, da wegzukommen. Manchester City hofft, Özil bald zu verpflichten. Ha, das glaube ich nicht, dass sie das schaffen. Also ich lasse es hier durchlaufen. Der Real Madrid-Chef hat betont, seinen Starspieler diese Saison halten zu wollen. Aber bei einem attraktiven Angebot könnte er es gewiss noch einmal überdenken. So, so. Schauen wir mal. Inter sieht in Benzema und Tevez mögliche Verstärkungen für den Sturm. Okay, betrifft uns auch nicht direkt. Der Spieler ist wertvoll gut. Also auch den Spieler kriegen wir so leicht nicht, dann werden wir uns mal woanders umgucken müssen. Da es aber so junge, starke Spieler gibt, setze ich das jetzt mal auf 20 runter. Dann haben wir vielleicht eine bessere Übersicht über das, was es so zu haben gibt. Oh, das ist natürlich auch 73 mit 17 Stärke. Wow. Sehr starker Spieler. Das Stellungsspiel ist nicht gut. Das ist schade. Flankendribbling, Abschluss, lange Pässe, Fernschüsse. Alles nicht so wahnsinnig wichtig. Naja, eigentlich braucht man einen Außenverteidiger. Kann er den Außen spielen? Nein, natürlich nicht. Na gut. Schauen wir mal weiter. Was ist denn mit dir? Abschluss ist schlecht, aber das ist mir wurscht. Ja, der wäre doch ideal. Links- und Rechtsverteidiger, 17 Jahre. Auf jeden Fall ein interessanter Spieler. Versuchen wir es mit 3,5 Millionen. Und wir schauen mal, ob er Interesse hat. Ist vielleicht jetzt noch nicht so stark, aber er hätte natürlich die Möglichkeit, sich zu entwickeln. Gerade mit 17. Ansonsten, wie gesagt, ist der Kader von Borussia ja nicht so schlecht. So, Saisonleihe bei Liverpool. Aber bei Liverpool so viel zum Einsatz kommt. Naja, nehmen wir es mal an. Hoffen wir mal, dass er was lernt im Ausland. Sie haben Armin Younes in Liverpool ausgeliehen. Gut. Wir haben für viele Damen ein Angebot erhalten. Richtig. Warte, lass mich kurz drüber nachdenken. Nein, ich glaube nicht, dass ich meinen Kapitän verkaufen möchte. Danke. Schönen Tag noch. So, aber in Bayer akzeptieren die Bedingungen. Das ist natürlich cool. 8.000 für 4 Jahre. Ja, ich bin dabei. Auf jeden Fall. Okay, gut. Schauen wir mal, was der Spieler jetzt zu dem Angebot sagt. 8.000 und 4 Jahre waren ja vorgeschlagen. Das heißt ein bisschen schnell, oder? Ich hätte euch das besser erklären können. FC Sion, also oben links seht ihr, ich kann da jetzt nicht hinfahren, ich habe keine Maus. FC Sion, Saisonleihe nicht festgesetzt, links oben. Da sieht man also, was sie uns anbieten und was sie haben wollen und zu welchem Team er geht. Und drunter sieht man nochmal die wichtigsten Werte und das Bild des Spielers. Und auf der rechten Seite kann ich hier irgendwo einen Haken setzen, was ich machen will. Ja, und dann passiert eben entsprechend das, was ich angelegt habe. So, das nehme ich jetzt an. Wenn ihr hier seht, dann wird auch direkt mein neues Gehaltsbudget berechnet. Das ist noch recht hoch. Und das nehmen wir jetzt erstmal an. Denn bei Sion wird er sicherlich mit 62 das ein oder andere Mal zum Einsatz kommen können. Hoffe ich zumindest.
Napoli verhandelt mit Bayern über Neuerwechsel. Ja, auch das halte ich mal für ein großes Gerücht, dass sie das schaffen. So, wir haben einen Transferangebot für Igor de Camargo erhalten. Die wollen uns 2,8 Millionen für den 29-jährigen Stürmer bieten. Spannendes Angebot. Wenn ich das jetzt mache, hätte ich 9,6. Ach, dann bräuchte ich einen neuen Stürmer. Puh, zögern wir erstmal. Zögern heißt einfach, wir sagen erstmal nichts. Und können erstmal die Zeit nutzen, um jetzt selber zu gucken, ob wir einen Ersatz finden würden. Higuain, Roma verhandelt mit Real Madrid. So, das würde bedeuten, wir bräuchten einen Stürmer. Für 2 Millionen. Mit der Stärke. Ja, das ahnte ich bereits. Der ähnlich stark ist. Lasst mich ehrlich sein, ich würde Igor de Camargo eigentlich lieber behalten. Insofern gehen wir jetzt auf Transferverhandlungen. De Camargo zum Ordner Transferverhandlungen und lehnen das Angebot ab. Denn ich möchte ihn eigentlich noch nicht abgeben. Im Moment. So, Ibrahim Yaya hat abgelehnt. Er möchte wissen, welche Rolle wir im Club für ihn vorgesehen haben. Wo ist denn das jetzt? Gut, kein Problem. Seine Rolle ist auf jeden Fall künftiger Stammspieler, wenn er sich gut entwickelt. Mal schauen, was er davon hält. Denn ich bin ja geneigt, so einen jungen Spieler durchaus spielen zu lassen, damit er sich entwickeln kann. So, bei FK Austria darf Matthias Zimmermann spielen. Das nehmen wir auch mal an. Schön, dass es so viele Interessenten für unsere Spieler gibt. Das ist sehr gut. Denn wir kriegen viel Gehaltsbudget dadurch. Und unsere Spieler entwickeln sich, während sie sich bei mir... Nein. Okay. Ach, was ist er gierig. Was ist er gierig, der Kleine? Okay. Stammspieler ist er ja eigentlich nicht. Oh. Wollen ihn damit locken und es dann anders machen? Das wäre gemein, oder? Locken wir ihm mal ein bisschen mehr Geld und als Rotationsspieler, denn das wäre er denn, denke ich auch. Janis Blaszczyk, der Torhüter, ja, der ist sehr unglücklich. Ich hoffe, bei Bochum wird er erstmal glücklicher und entwickelt sich gut. Ob er so stark wie Ter Stegen wird, das wird man dann sehen. So, entscheidet er sich? Immer noch abgelehnt, meine Güte. Er ist aber gierig, der Junge. Aber ich will ihn haben, das ist das Problem. Okay, dann sagen wir ihm einfach, er ist ein wichtiger Stammspieler und bieten ihm 9.000 Euro. Oder von mir aus bieten wir ihm noch 10.000 Euro. So. Aber ich hoffe, dann macht er auch gute Arbeit. Valencia verhandelt mit Roma über De Rossi-Wechsel. Okay. Roma hofft, Huntelaar bald zu verpflichten. Manchester City verhandelt mit Bayern über Schweinsteigerwechsel. Na, viele spannende Informationen, aber ich glaube, die ganzen Starspieler kriegt man da nicht so leicht weg. So, Bubixan will bei erstem Freundschaftsspiel überzeugen. Borussia Mönchengladbach empfängt heute Granada für ein Vorbereitungsspiel. Obwohl Borussia Mönchengladbach bei den meisten als Favorit gehandelt wird, freuen sich Fans beider Lager auf eine hoffentlich schöne Partie. Bubixan steht kurz vor seinem Debüt als Trainer des Borussia Mönchengladbach-Teams, zunächst einmal in einem Freundschaftsspiel. In Kürze wird sich also zeigen, ob die Vereinsverantwortlichen bei der Trainerwahl ein gutes Händchen bewiesen haben und die Mannschaft mit der Erwartungshaltung der Fans umzugehen weiß.
Eigentlich ist dies ja kein besonders wichtiges Spiel. Ich werde die Jungs einfach etwas Fußball spielen lassen, um zu sehen, woran wir noch arbeiten müssen. Aber ich bin mir auch gewahr, dass unsere Fans einen Sieg erwarten und werde entsprechend reagieren, wenn es nötig sein sollte, ergänzte Bubixer. Barcelona verhandelt mit Manchester United über Rooney-Wechsel. Auch das halte ich mal für ein schweres Gerücht. Julian Korb kommt also aus uns und spricht uns an. Hallo Chef, ich hoffe, Sie rotieren mal ein bisschen und geben mir ein wenig Spielzeit. Wir werden sehen. Und ja, das war's für die Einleitungsfolge auch schon, denn wir machen das genauso, wie ihr das eigentlich schon aus Pro Evolution Soccer kennt. Am Anfang gibt's das Spiel und dann die Zeit bis zum nächsten Spiel. Und da wir am Anfang kein Spiel hatten, weil es einfach losging, ist das der Anfang eben das Spiel gewesen und in der nächsten Folge gibt es dann das erste Spiel, deswegen werde ich die Folge auch wahrscheinlich mit 000 betiteln und die nächste dann mit 001. Ja, ich hoffe, dass der Anfang hat euch trotzdem gefallen und ihr habt so ein bisschen schon mal gesehen, was euch hier erwartet bezüglich der Mannschaftsführung meinerseits und dann wollen wir mal hoffen, dass wir das erste Testspiel beim nächsten Mal gut überstehen. Bis dahin, alles Gute, haut rein, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, ciao.